Ja, und damit hallo und recht herzlich willkommen zurück zu Medieval Dynasty. Und ich habe mega, mega Durst. Und ich stehe am Abend irgendwie noch rum. Und keine Ahnung. I'm dying of thirst. Ja, genau, das habe ich gemeint. Moment bitte, ich muss mal ganz kurz was hier wegsaufen. Und natürlich essen. Aber da habe ich ja noch so richtig leckeres, trockenes Gedönse. Das ist ja dann auch bald weg, wenn das so weitergeht. Also, ja. Haben wir das zumindest auch mal ein bisschen verbraucht und meine Stimme verlässt mich. Entschuldigung. Ah, wir sind wieder da. Es ist übrigens, ja, der nächste Tag. Also neue Aufnahme, neues Glück. Und wir haben 10.42 Uhr. Gut. Wäre das geklärt, ja. Jetzt würde ich, glaube ich, fast gleich mal schlafen gehen. Aber ich würde ganz gerne noch mal ganz kurz hier mal nachschauen. Das Feld ist fertig. Unbesät. Was können wir denn... Na, dann mache ich das doch mal über den Tag. Das würde jetzt sonst zu lange dauern. So, stinken tue ich auch nicht. Das heißt, ich kann beim... bei der Mutter und schlafen hier. Schlafen. Morgen. Ah, guten Morgen. Ah. Was für ein herrlicher Tag. So, ich mache mal meinen Kopf ein bisschen lauter. Dann spreche ich nämlich auch ein bisschen lauter. Und ihr könnt mich dementsprechend auch besser verstehen. Es ist windig. Es ist ganz schön windig hier draußen. Ah. Zweige. Keine Ahnung, warum ich jetzt Zweige sammle. Aus Gründen. Jetzt gucken wir mal mit einem Sack voller Überraschung, was wir denn pflanzen können. Ja. Ich nehme mal ganz kurz meinen Sack hier raus. So, guck mal, Säckchen. Hat man wahrscheinlich extra Säckchen genannt, damit da keine Missverständnisse aufkommen. So, Säckchen, dann komm mal her, du. Du geiler Sack. So, hier, was können wir denn? Wir dürfen Pflanzen rocken. Und Weizen. Was wäre denn besser? Ich denke mal, rocken. Haben wir denn Roggen? Also Roggen können wir ja schon mal dann gleich mal bestätigen. Ja, ist weiter oben, Sanjo. Nur 3000, guck mal. Roggenkorn allerdings nur 979, aber selbst das müsste reichen. Oh Gott, das ist gut. Dann machen wir hier auf jeden Fall schon mal Roggen. Jawohl. Bitte einmal bestätigen. Das wäre das Feld hier. Da haben die wirklich nur ein Feld geschafft? Gestern? Das scheint mir ein bisschen wenig. Das ist wirklich ein bisschen dolle wenig. Ja, wir könnten ja auch schon ein bisschen was mitmachen. Keine Ahnung. Jetzt fällt mir gerade so ein, wäre doch mal vielleicht mal ganz schön, mal einen Esel bei sich zu haben, der ja ein bisschen hucken kann. Ach, guck mal, abgefrühstückt haben sie das ja auch schon hier. Nett, nett, nett. Irgendwie fehlt da oben was. Essen? Oder was ist los? Die Schweine. Haben die nichts zu essen? Was? Ich muss mal gucken, ob ich Tierfutter machen kann. Moment. Hä?
Wieso haben die kein Tierfutter mehr? Dafür brauche ich Weizen, glaub. Nee, das da oben brauche ich. Hafer. Shit. Ich bin verwirrt. Moment bitte. Ich hole mir mal ganz schnell so eine Sense raus. Dann machen wir das mal ganz schnell. Eine Eisensense. Ersetzen aber jetzt nicht sonderlich viel. Ja. Das ist vielleicht nicht so geil. Meine armen Tiere haben hier nichts zu essen. Was ist denn das für eine Frechheit? Halt durch. Die Ausdauer könnte sich ein bisschen schneller regenerieren. Ein klitzekleines bisschen nur. Ah, das haben sie auch schon ein bisschen abgefarmt hier. Oder konnte man das nicht mehr pflanzen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall muss ich mal ganz schnell selber Hand anlegen. So, das werden wir nämlich ordentlich brauchen, Hafer. Das kann man jetzt aber allerdings über den Winter hin nicht anpflanzen, sondern nur rocken. Naja. Alternativ können wir auch Tierfutter kaufen. Oder Hafer. Das geht ja auch. Aber erstmal ein bisschen Feldarbeit. Mach mal deinen Job hier richtig, Kollege. So, Tierfutter war da, glaube ich. Hafer, glaube ich, müssen wir das machen. Soweit ich das sagen kann. Meine Güte, das ist aber auch eine Arbeit hier. Aber bleibt nicht aus, das müssen wir einmal tun. Sonst holen wir uns ein Tier hier. Die Tierchens. Und das möchten wir ja auch nicht, ne? Krumm und schief alles. Das ist ja völlig anstrengend. So viel wie möglich mitnehmen hier. So. Das schafft er nicht. Naja. Nein, die Sense ist jetzt auch noch kaputt gegangen. Och, nee. Dann lasse ich den Rest mal die Leute machen. Ich gehe mal eben Hafer kloppen. Guten Morgen. Was wird denn hier geklöppelt? Darf ich auch mal ran, bitte? Dankeschön. Haferkorn. 152.
Und dann gucken wir mal, dass wir Tierfutter gemacht bekommen. Dünger, Dünger, Tonbewurf, Tierfutter. Dafür brauchen wir Haferkorn. Oh, wir brauchen auch noch Roggenkorn. Oh je. Roggen und Hafer. Tatsächlich war das vorher auch schon so. Mir war das so, als ob es noch Haferkorn war, aber kann mich auch täuschen. Und wenn das so ist, dann gebe ich das natürlich ehrlich und offen zu. Roggenkorn haben wir ja noch. Roggenkorn. Ich weiß bloß gerade nicht, wie viel ich davon nehmen soll. 400 soll reichen, glaube ich. Bin ein bisschen schwer, aber es geht aber noch. Also die Ausdauer könnte sich wirklich mal regenerieren, während wir in der Kiste rumstöbern. Das ist immer schlimm. Dass das nicht möglich ist. Entschuldigung. Danke. 222. How are all those candles lighting up by themselves? Wer entzündet eigentlich alle immer alle Kerzen gleichzeitig? Das ist eine gute Frage. Oh, habe ich jetzt Tierfutter gebaut? Ja. Tierfutter. Da 222. Irgendjemand macht doch Tierfutter. Warum kommen die hier nicht hinterher? Das ist leider ein Problem. Ja, wahrscheinlich, weil einfach kein Hafer mehr da war. Haferkorn schmeißen wir hier mal mit rein. Tierfutter schmeißen wir hier mal mit rein. Dann kann die das nehmen. Das Säckchen. Roggenkorn. Ein Ei. Haben wir noch? Nein, 33 Eier. Unser König wird als der unwichtigste König in die Geschichte eingehen. Ja, wahrscheinlich schon. So, Eier haben wir da. Die Eier. Pilze, aber auch schon wieder einiges jetzt da. Also wenn wir demnächst was Schönes kochen müssen, so eine leckere Pilzsuppe oder sowas mit Fleisch, dann werden wir das wahrscheinlich auch können, weil alles da. Wir haben einfach alles da. Fleisch, das wird gammelig. Nehmen die eigentlich immer erst das gammelige, schon halb verwesende Fleisch oder nicht so? Ich weiß nicht. Ich weiß einfach nicht. Das nehme ich mal raus. Das werde ich verschnabulieren. Das Ekelfleisch. Kirschen. Kirschsaft. Kohl. Alter, wir haben schon so viel Kohl. Und das ist noch nicht alles. 4000 Kohl. Ich werde bekloppt. So, Kohlsuppe. 583. Welcher Mensch soll das noch essen? Das war noch oben der Stapel. Mehr Kornbrot, das wird ja hergestellt aktuell. Met wird natürlich auch hergestellt, da ist auch noch genügend da. Achso, wartet mal ganz kurz. Ich nehme mir mal ganz kurz ein paar Metflaschen raus. Und dann werde ich mir mal die Kante geben. Es gibt tatsächlich nämlich auch einen Erfolg, wenn man besoffen wird. Werde betrunken, 100%. Ich bin nicht betrunken. Sehr gut. Habe ich ja gar nicht so viele Flaschen vertragen. Oh je. Oh je. Oh je. Das tut mir jetzt leid. Dabei wollte ich doch arbeiten, fleißig. Aber ey. La 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 la. Alter. Bist du jetzt wirklich hingefallen? Ich frag erst gar nicht. Trinken gehört zum Menschensein dazu, aber bitte in Maßen. Das war bestimmt meine Frau.
Ich... Oje, oh, oje. Oh je. Warum habe ich das nicht vorher schon gemacht? Das ist super. Das ist einfach super. Ja, noch ein bisschen Hafer in der Tasche. Moment, bitte. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. So, erstmal ein bisschen Hafer wegpacken. Ich rieche den frischen Duft von Kaffee in der Küche. Es kommt hier rüber. Verwaltung. Ich muss mal ganz kurz gucken, was hier schon wieder los ist. Jagd. Ein Material. Was für ein Material denn? Ach, Fischfilet. Ja, das ist immer Fischfilet. Das ist immer das leidige Thema. Oh, das dauert aber lange an, wenn das der gelbe Balken da unten ist. Oh je, Mini. Was meinen dann in der Zeit hier? Ich kann doch keine Häuser bauen. Das wäre ja schlimm. Hier fehlt irgendwas, der Ferch. Kein Werkzeug. Keine Schere? Ja. Moment. Das kriege ich hin. Ich baue uns irgendwie eine Schere. Ich habe doch irgendwo mal Scheren immer mitgenommen. Aber ich brauche so eine Eisenschere oder so. Gibt es das nicht auch? Ich nehme einfach mal Eisenbahn mit. Keine Ahnung wie viel. Und wahrscheinlich brauche ich Bretter oder sowas. Oder auch Baumstämme. Das kann auch sein. Deswegen, ich nehme erstmal mit und dann baue ich mal ein paar Scheren. Ui, 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 ui. Entschuldigung. Ich. So, dann haben wir jetzt hier. Das ist Eisen. Genau, Eisen wollte ich auch. Dann schalten wir die mal frei. Oh, man braucht tatsächlich nur Eisenbahn dafür. So, 10 Stück. Hufeisen können wir herstellen und alles und alles und alles. Entschuldigung, ich. Schwer. Sehr schwer. Es tut mir leid. So, jetzt kriegen sie erstmal ihre Schere. Das sind 1A-Scheren. Die sind einfach super. Da geht schon ein Punkt weg. Die Schenke hat kein Material mehr. Kein Bärensaft, kein Kirschsaft, kein Pflaumensaft. Aber Met. Hm. Met, ja, verdienen sie ordentlich. Das ist das, was verbraucht wird. Also die verdienen ja nicht wirklich, ne? Sondern die schenken ja einfach nur aus. Oder nicht mal das. Ich glaube, die Schenke ist eigentlich nur dazu da, dass man hier Waren herstellen kann. Aber die schenkt nicht wirklich aus. Also man kann da kein Geld verdienen daran. Naja gut, ich lasse das auf jeden Fall so stehen, wie es ist. Hirschen kommen ja dann demnächst wieder. Und... Was wollte ich jetzt? Ich wollte jetzt irgendwas machen. Die Fischerhütte... Ja, aber du musst da erstmal was fangen, Kollege. Was ist denn mit dir? Aus dem Hecht, aus dem Barsch, ja. Ach, keine Rotaugen. Dann fang mal mehr Rotaugen. So, es kann sein, dass die jetzt wieder Geld haben. Dann könnten wir ja mal gucken, dass wir was verkauft bekommen. Alter. Denn wir brauchen ziemlich viel Geld. Wir müssen nämlich Steuern ziemlich viel abdrücken.
Also, fürchterlich viel, möchte ich sagen. So, da ich immer noch halb nackig bin, sehe ich gerade, weil ich meine Tunika noch gar nicht anhabe, bleibe ich einfach so. Ich bleibe jetzt einfach so. Ist ja nur oben rum. Untenrum habe ich natürlich irgendwas an. So wie es sich gehört. Wo ist mein Pferd? Da ist mein... Oi, oi, oi. Hoppla. Komm, wir müssen... Wir müssen... Ich hoffe, du kriegst das hin. Gerade reiten. Warum legen die Bäume im Winter ihr Kleid ab? Das ist wirklich eine gute Frage. Ich muss hier lang. So, nee, wir müssen da oben hin, weil ich möchte gerne das andere essen da, diese Kohlsuppe. Onward. Ja, kloppen, ich bin heute wieder Kohlverkäufer. Einfach aus Gründen des Geldes gegen. So, hier, guck mal, irgendwo Kohl. Erstmal die schlechte Kohlsuppe und dann arbeiten wir uns voran. Aber guck mal, 62%, das sind tatsächlich die meisten. Okay. Gehen wir doch ab, Alter. Wie viel können wir denn tragen? Nicht viel. Ich kann ja mein Pferd auch nicht so viel tragen. Weil das will ich auf jeden Fall nicht so voll machen. Dann... Nein. Wollte ich eigentlich nicht. Ich muss natürlich was in den Sattel reintun. Aber wirklich so, dass sie nicht so dolle voll ist. 100 Kilo ist in Ordnung. Und dann kann ich noch ein bisschen Kohl mitnehmen. Kohl. Wo ist der Kohl? So. Das zählt ja nicht als Gewicht dazu. Das ist super. Ja. Oh. Oh. Onward. Und dann kann das Pferd nämlich auch noch reiten ordentlich schnell. Das ist super. Gott, guten Morgen. Ich habe leicht einen Tee. Oh, guck mal, es wird schon besser, wird schon besser. Der Wind tut gut. So. Sehr geehrte Damen und Herren. Ich... Bitte sag mir, dass du Geld hast. Ja, sie hat Geld. Ich habe Kohlsuppe für dich. Guck mal. Oh, da wäre mir ja ein bisschen was los. Hast du sonst irgendwas, was ich noch gebrauchen könnte? Hm. Rotbeete. Ja, ja, ist nix. Ja. Was habe ich denn jetzt noch? Ich habe jetzt nur wie viel? 80 Kohlsuppe. Naja, das ist doch ein bisschen zu viel. Die sind alle schon am Berkeln hier. People from Hornita sometimes look down upon us. I wonder, welcome. So, Kollege, 64 nimmst du mir noch ab, das ist gut. Lachs haben wir jetzt mehr als genug. Hafer könnten wir jetzt noch, wie gesagt, holen, Haferkorn. Aber ich glaube, Haferkorn haben wir dann auch erstmal genug. Ah, ich hole das einfach, weil... Da müssen wir es später nicht machen. Have a good day. So, naja. Ich fühle mich hier auf jeden Fall schon besser. Was hast denn du? Hallo. Hi, kann ich dir bei irgendwie helfen? Werter Herr, kannst du mir bei einer Besorgung behilflich sein? Was denn? Ich habe versprochen, ein paar Hosen. Sicher, warum? Ich habe Freizeit. Abliefern. Einmal Flachs und Leder. Okay. How can I help you? Kann ich dir helfen?
Die will auch irgendwas, aber keine Ahnung. Müssen wir dann gucken. Oh, it's here again. So. 49 kannst du mir abnehmen. Das ist gut. Du hast Eier. Die brauche ich aber nicht, weil ich kann selber inzwischen für uns sorgen. Gemüsesuppe. Die hat natürlich immer leckeres Zeug dabei, ne? Aber brauche ich tatsächlich alles gar nicht. Wenn ich will, kann ich das alles selber herstellen. Have a good day. Ja. Selber. How do you do? Hi. Ich nehme dein ganzes Tierfutter. Und du kriegst von mir hier das hier. Hm. Und hier das Fleisch gebe ich dir auch mal. Habe ich es ja doch noch gewinnbringend verkauft. Und das auch. Ich kann ja wieder Kohlsuppe essen. Good luck. Aber ich sag meiner Frau, ich habe das Fleisch natürlich alles gegessen. Wo ist denn mein Kollege, ich guck mal hier hin, dass es dann von da hinten kommt. Ja, da kommt es doch angeschlubt. Also, 4-mal Flachs, 7-mal Leder brauchen wir. Oh, wir haben noch 30-mal Kohlsuppe. Gibt's hier her, den müssen wir hier ausflühen, den Kollegen. How do you do? Ja, frische Kohlsuppe für dich, guck mal. Ja, das freut dich, wa? Ja, bitte. Und tschüss. Da sind wir ja schon mal ein bisschen Kohlsuppe losgeworden. Das ist der herbstliche Verkauf. Aber wir brauchen noch mehr. Wir müssen echt noch mehr tun. Aber ich hole jetzt erstmal für die Quest schnell das Zeug. Solange wir es noch haben. Hier mal Flachs, 7-mal Leder. Ich habe bloß noch Flachshalm, aber kein Flachs. 4-mal Flachs, 7-mal Leder. Da müssen wir Flachs drüben holen. Ein 7-mal, habe ich gesagt. 7-mal Leder. Und dann 4-mal Flachs. Ich gucke mal die andere Quest gerade mal durch. Alte Lumpen, Münder zu füttern. 4-mal Fleisch. 3-mal Fischfilet. Hier. Dann besorgen wir uns drüben nochmal ganz schnell den Flachs. Nehmen wir auch nochmal ein bisschen Kohlsuppe mit. Hier hinstellen. Dann kriegen wir das auch nochmal schnell verkauft. Kohlsuppe, Kohlsuppe, Kohlsuppe. Wo ist sie denn? Ah. Sehr, sehr gut. Ja, aber schwer, du. Du bist echt. Du bist wirklich entspannt, Hupfler. Kann das sein? Das entspannteste Pferd, was ich gesehen habe. So, auf geht's. Vorsicht, ganz. Und was ist denn ein Hubabdruck? Move on. Ah. Ich brauche Flachs 4-mal, werter Herr. Oh, hi. 4-mal Flachs, bitte. 4-mal. Und du bekommst eine Kohlsuppe. Wenn ich das Geld doch ja wieder bekomme. So. Dann einmal weiter. Dann verkaufe ich erstmal ganz schnell die Kohlsuppe, sonst bin ich zu schwer hier. Und da können wir tatsächlich schon die Quest abgeben. Ei. Ja. Auf jeden Fall hier 49. Guck mal. Ist das nicht witzig? So, wo haben wir denn unsere Kollegen? Da hinten, 60 Meter. Ich bin ja immer noch schwer, oder was? Oh Gott, ist das fürchterlich.
Alles lumpig hier. Da bist du doch. Hi, wie habe ich versprochen? Wolgan, Strohhut, Münzen und Reputationen. Und alles nur für die alten Lumpen, die man ja so haben kann. 54 Meter da lang. So, hier. 133 Reputationen. Haben wir wieder einen guten Dienst geleistet hier in der Stadt. In dem Dorf, Entschuldigung. Wir haben übrigens auch noch nicht den Status, nicht mal den Status Dorf haben wir. Also ich habe den Erfolg zumindest nicht. Finde ich schon krass, weil unser Dörflein ist ja schon ordentlich groß. Aber naja, gut, das soll ja erstmal mit der Folge gewesen sein. Ich sage erstmal Dankeschön. Und wir sehen uns in der nächsten Folge genau hier wieder, weil da müssen wir nämlich noch, da muss ich nämlich noch was verkaufen. 117 Kohl, ja, da können wir noch rüber reiten. Oder wir sehen, nee, wir sehen uns drüben bei uns, dann packe ich noch ein bisschen Kohl ein aufs Pferd und dann verkaufen wir noch ein bisschen. Vielen Dank, macht's gut, tschüss.